So. Hallo Freunde, wir sind die Teemutanten. Nicht die Mutanten, sondern die Teemutanten. Hallo Freunde! Hallo meine lieben Fans, ich begrüße euch recht herzlich zu einem neuen Teemutanten-Haul. Wie versprochen haben wir ja gesagt, wir haben 3 Videos für euch in diesem Monat April. Und ja, einen haben wir schon abgedreht, jetzt drehen wir den 12. oder den 3. Teil ab, wissen wir noch nicht. Alle wollen sowas von mir. Immer dasselbe. Kusti. Ach, jetzt rutscht er mir wieder. Mhm. Mhm. Ja, was soll denn das? Was haben wir heute Schönes? Also wie gesagt, über Temu müssen wir euch ja nichts mehr erzählen. Wir kaufen gerne bei Temu ein. Hier unten lasse ich euch wieder den Rabattcode ein. Durchlaufen. Ja. Wir sind halt Temu verrückt, dazu stehen wir auch. Was war denn das jetzt? Alles gut. Alles gut. Doch, Fräulein. Du siehst ja alles. Wie gesagt, ihr seht ja auch die Blümchen hier und so. Naja, wir haben heute, pass auf Leute, wir haben heute einiges. Aufbewahrung, Handarbeit, Deko, Balkon. So, lasst euch einfach mal. Lasst euch mal überraschen. So. Was ich noch sagen wollte. Ja. Beim vorletzten Temu-Haul ist uns ja Malheur passiert. Ne? Ja, naja, ich meine, dass die Kamera da nicht an war und wir das alles nochmal wiederholen mussten. Ja. Hat euch ja allen gefallen. Und vor allen Dingen habe ich versucht, Ille auf den Teppich zu legen. Auf Bärenfell? Ja, auf dem Bärenfell. Aber ich habe den Bär nicht runtergekriegt. Außerdem hat ihm der Bär gesagt, also die Wale gehören ins Meer. So was? So war's. Sonst hättet ihr jetzt schon ein Bild gesehen. So, ich bin Gott, wie stuf. Vom Bären, auf dem Bärenfilm war du für mich. Aber nun. Ja. Sollte nicht sein. Sollte nicht sein. Aber vielleicht kommt es ja noch, ne? Ja, wer weiß, wer weiß. Genau. Wer weiß, was noch kommt. So, fangen wir an, ne? Wir fangen an. Wir haben. Genau. Ich pack mal eine auf. Dafür haben wir 5 Stück verschiedene Farben. Ja. Storage Box. Wir zeigen sie euch jetzt nicht alle auf einmal. Storage Box. Ich sag euch gleich, für was ich die bestellt habe. Entschuldigung, ich habe gerade noch eine Nuss im Mund. Genau. Das sind Storage Boxen mit Deckel. Hier noch eine. Die passen wunderbar in grün. In grün, gelb, blau. Naja, so ein. Orange. Also 5 Stück haben wir von diesen. Die passen wunderbar 4 Stück in einen Kallax rein, ja, so übereinander. Ich will die nehmen für meine Wolle, dass ich die so ein bisschen sortieren kann, ne, so Bobbel, nicht Bobbel. Wisst ihr, was ich meine? Und dann in den Kallax rein und wunderbar. Haben wir schon ausprobiert, ja, passt wunderbar. 4 Stück passen rein, ja, übereinander. Mhm. Also 2, 2, 2, ne? Also so und dann nochmal 2. Passen wunderbar rein in so einen Kallax. Kallax? Ja, egal, genau, ja. Ist ja ein Kallax. Nicht Alex, sondern Kallax. Ja, deswegen habe ich die genommen, weil so ein bisschen mal Ordnung in meiner Wolle, meine, die ist ja ordentlich, aber so ein bisschen Übersicht nach Farben, nach und so, ne?
Genau. Nach Weichgefühl, nach Hartgefühl. Genau. Nach Socke. Nach Nicht-Socke. Nach Nicht-Socke. So, jetzt geht's weiter. Genau. Oh, du bist gut. Ich weiß nicht genau, was soll das bedeuten. Aber Ille weiß ja meistens alles. Alles nicht? Meistens alles. Und zwar, das ist ein Installation, achso, Installationsstep, achso, ein, ich baue das mal kurz auf, dann zeige ich es euch. Hat was mit Wolle zu tun, ja? Open to picking. Okay. Wir brauchen einen Schraubendreher. Alles bei, mein Schatz. Okay. Alles bei. Komm her, dann packe ich gleich mal aus, den Schraubenteil. Ah ja. Alles bei. Alles bei. Bob baut jetzt mal Bob, der Baumeister, schraubt das mal zusammen. Unten. Schrauberin. Na, du sollst, du bist ja, doch Bob. Ja, ja, natürlich. Du bist Bob. Ist noch eine Schraube bei, ne? Ja, ja, natürlich. Gib mal bitte fest. Ja. Genau. Dann haben wir das hier. Das ist eine coole Sache. Meint sie jedenfalls, glaubt sie. Denke ich mal, doch. Er zieht an. Er zieht sich an, ich bin hoch angezogen. So, thank you, warum Matsche? Fand ich sehr interessant. Und zwar hat was mit Wolle zu tun, ne? Du machst hier deinen Bobbel ran. Das ist kein Geigen. Sieht aus wie genau, Geigen. So, ja, genau. Und das ist, hier ist ein Magnet, also hier ist ein Magnet drin, ne? Ja? Und dann kannst du hier deinen Bobbel, dann dreht sich das wieder dein Bobbel. Also wenn du. Wisst ihr, was ich meine? Soll ich mal einen Bobbel holen? Aber nicht so ein. Ja, kannst auch ein. Ja, was du findest, bring mal mit. Ich guck mal. Hashtag arme Irmi. Ja. Das ist magnetisch. Das finde ich gut. Mega geil. Muss mal gucken. Also da, wo ich aber auch durchkomme mit der Stange, ne? Ja, das ist ja ziemlich. Zeig mal, was hast du denn jetzt gefind? Ja, müsste gehen. Müsste ich durchkommen, ja. Ja. So, also mit die Stange füge die mir hier ein. Na, hier habe ich jetzt meinen Bobbel drauf und hänge es wieder an und kann, ne? Das ist doch geil, so, ich habe es mal richtig so. Ne? Und dann häkelst du und dann kannst du hier so abziehen und dann zieht sich das so immer. Na, wenn das nicht geil ist, dann ist das nicht geil, dann ist das geil. Also sagt mal Strickfreunde, sagt mir Bescheid, was haltet ihr davon? Ich finde es mega. Ich habe ja schon so einen Anritt, aber das ist steif und das rollt sich nur wie so ein Haushaltsrollenabroller. Ne? Das rollt sich zwar, aber das finde ich, kann ich mir gut vorstellen. Ja, genau. Für die Strickfreunde. Und sogar mit kleinen Schraubendreher mit dran. Also nochmal, ich zeige es euch nochmal, der hängt da jetzt da dran. Ja. Wenn du jetzt natürlich hinstellst, na, dann geht er. Ja, wenn du so doll machst, sonst bleibt er hängen. Ist magnetisch. Ja. Ja, alles gut. Da ist eine Anziehungskraft, wie bei uns, Maus. Echt? Ja, bei uns ist eine Anziehungskraft, so wupp, und da ist eine Anziehungskraft. Wir sind auch magnetisch, Maus. Echt? Ja, natürlich. Soll ich mal einen Magnet holen? So, weiter. Finde ich gut, also, fand ich praktisch. Der Karton ist leer. Kann weg. Jetzt geht's weiter. Ja, was waren da? Ach ja. Ach, den haben wir schon.
Ille möchte den. Ich möchte ihn auch haben. Ille möchte ihn auch haben. Der hängt ein bisschen fest. Kannst du ruhig aufmachen. So. Kannst du aufreißen. Ist zwar für den Herbst, aber ach naja, kannst du das ganze Jahr stehen lassen. Wir haben ja schon einen. Der steht hier bei Omi auf der Anrichte. Mal wieder ranmachen. So, genau. So ist der abgefeilt. Hier, wa? Hier? Könnte sein. Kannst du die, dann kann man so aufeinander stecken. Nee, da ist nichts da zum Stecken. Moment. Und zwar der leuchtet, da macht man sich dann Batterien rein und dann da leuchtet es ja raus. Hier, da so leuchtet es doch. Da leuchtet es, da kannst du was reinstecken. Also genau, hier oben steckst du was ruf. So. Und hier steckst du was ruf. Hier, genau. Und dann macht man da Batterien. Ist deine. Oh, sind bei dir Batterien drin? Wie sieht der Schnee? Was war hier wie weiter? Still und starr ruht der See. Weihnachtlich glänzet es. Oh. So, hier ist der fertige. Genau. Hier ist der fertige. Genau. Wir also, hier ist auch noch was abgegangen. Ja, ist bei mir. Ja. Finde ich schön, wollte ich auch haben und deswegen habe ich mir den jetzt auch bestellt. Muss den nur halt so hinbiegen, ne, wie ich ihn haben möchte. Und die Blätter wieder ran. Die Blätter, die da abgefallen sind, machen wir wieder ran. Und an den Mann. Hier ist auch noch. Ja, ich muss erst mal finden, wo sie abgefallen sind, Schatzi Maus. Hier. Ich wollte den auch unbedingt haben, weil der sieht echt schön aus. Und hier einmal, hier ist ein Batter, halt. Hier, hier, und hier ist was drauf. Hier. Ist da was drauf? Hier, so. Genau, so. Müssen wir wahrscheinlich nochmal einmal durchgucken. Aber gut, wenn sie einmal drauf sind. Aber deiner ist ein bisschen voller, oder? Nee, den haben wir nur so zu richtig gebogen, ne? Ja. Ja, finde ich schön. Wollte ich auch haben. Na? Stellen wir da drüben hin. Ja, stellen wir ihn hier hin. Ja. Wollte ich haben. Wollte ich haben. Ja. Genau. Eine Lilie. Zwei Lilien. Zwei Lilien, ne? Ja. Die macht man so, kann man in so einen Topf reinstecken. Ich meine, ihr wisst ja, wir können ja Kinder, ne, wegen dem Katzen. Du, Lilien heißen die. Lilien, du könnten die Katzen fressen, da ist nichts Giftiges dran. Aber guck doch mal, die sieht doch voll echt aus, oder? Sieht doch voll echt aus. Sagt man nee. Die will ich so in so ein Makramee reinmachen. So brauche ich nur noch einen Topf. Und in so ein Makramee und dann so an meinem Fenster runterhängen lassen. So die, weißt du, so zwei Töpfe so. Ja, ja gut, müssen wir jetzt mal. Wir müssen ja auch nochmal den Steckmasse. Ja, ja. Hello. Hello again. Hast du heute etwas Zeit für mich? Das passt aber nicht zu Lilien. Dann singe ich ein Lied für dich, so wie alles begann. Was war das denn für ein Film? Die Lilien auf dem Felde. Ich sag nur Hello again. Ja, also zweimal Lilien. Lilien. Die wird grün. Ja, Lilien. Ist hier noch irgendwas drin? Wolltest du etwas, was ich nicht singen kann? Nee, das habe ich doch nie überhaupt geschaut. Schatzschleifräulein. Wir werden sehen. Wir sind nun beim Grünen, jetzt geht es weiter mit dem Grünen. Wir werden sehen, ob es klatscht. Ob was drin ist.
Aber ich werde das mal da runterschmeißen. Ja. So, wir sind im Grünen. Wie ist denn hier was für ein Balkon? Achso, dann kann ich euch... Ach nein, jetzt ist dunkel. Na gut, ich schneide heute nicht mehr Video. Ich hänge euch schon ran, wie die Pflanzen vom Balkon aussehen. Ja. Die anderen zum Beispiel. Kann ich dir schicken. Habe ich gefunden. Die Bilder. Die okay. Habe ich finden. Warte. Warten Sie. Das ist halt wie Männertreu, ne? Was lasst denn da? So heißt die Pflanze. Oh, die muss erstmal zum Auslüften 3 Wochen erstmal draußen stehen. Ja, ist ja auch für draußen. Zwei. Ja, zwei. Männertreu. Ist doch Männertreu, oder? So was, das Lila nennt man doch Männertreu. Ich bin mir nicht sicher. Kennst du nicht Männertreu? Ja, ich kenne Männertreu. Aber manche Männer sind nicht treu. Nee, viele Männer nicht. Für den Balkon. Für den Balkon. Ja, kann ich jetzt da nicht wieder rein? Nee, kann lüften. Kann das nur ein bisschen auslüften. Wir stehen hier voll im Grün. Ja, wenn wir schon mal beim Grün sind, ja, geht's weiter. Töpfchen. Für mein Zimmer. Was ist das da? Die sind nicht für draußen, die sind für drin in meinem Zimmer. Hier mit so einem Makramee, Tee. Ich habe keine Ahnung, wie das da rinkommt, aber du vielleicht? Genau so. Warte. Dann macht man die Pflanze so noch ein bisschen so zwischendurch. So. Man könnte auch noch einen anderen Übertopf nehmen, zum Beispiel. So. Das mal zwei. Aber es ist nur ein Band drin, ne? Nein. Oh, zwei, genau. Das mal zwei. Oh, da könnte man vielleicht anhängen. Das kommt in mein Zimmer. Mach ich euch auch ein Bild von. Ach, schön. Oh Gott, das ist ja niedlich. Das ist eine andere Pflanze hier, wa? Nee. Doch. Das andere ist ein anderes Kraut. Ich muss mal auf die Verpackung gucken. Da steht ja drauf, was drin ist. Was für ein Pflänzchen. Hältst du fest oder soll ich reintun? Oder wie ich rein fest, du tust rein. Ja, ach so ist das, ach so, ja. Ja, es muss noch ein bisschen ausgerichtet werden. Ja. Da, warte mal, wo ist der andere? Das ist irgendwie falsch hier, oder? Warte mal, so. So. Das ist die eine. Die andere. Guck mal, mein Fenster ran. Ach, guck mal, das ist ein bisschen anders. Ach so, ja. Okay, sind anders. Die sind halt von Christian. So, weiter geht's. Warte mal, ich kann die ja mal wieder reinstellen hier. So. Das war nicht viel, ne? Ja, nun, dann haben wir hier noch eine Blumenampel. Wobei ich nicht genau... Aber Ille sagt, da könnte man dann auch eine Pflanze reinstellen. Ja. Und die würde dann so an der Moment, so hier den hoch machen. Und dann würde so rum. So rum würde da würde dann da. Naja. Können wir doch mal testen, Maus. So wurde das dann. Na, die natürlich nicht, aber man kann da eine Pflanze ranmachen. Dann mach doch mal einen anderen Topf rein hier, so ein. Nimm den mal da raus. Warte. Da. So. Genau. So, dann kann man das an die Wand hier. Das hängt man nicht auf. Hier an die Wand macht man das. Genau. Das hängt dann so.
so an der Wand. Und das sehen so, zum Beispiel. Würde hier auch gut aussehen. So, ja? So kann man es machen. So kann man es machen. Also wisst ihr Bescheid. So macht man das. So kann man es machen. Ja, weiter geht's. Dann, zur Feier des Tages. Obwohl die Tulpenzeit langsam. Ja, und? Sich dem Ende aber die sind schön. Sich dem Ende naht. Die sind ähnlich wie die hier. Ja, gut, die sind hier voller, hier oben, ne? Voller. Die sind hier nicht so voll. Aber vom Gefühl her sind die ähnlich. Guck mal, die kamen jetzt, glaube ich, nur 6 Euro, die ganze Strauß. Die fassen sich voll echt an, Leute. Ich liebe Tulpen. Klar, die sind natürlich kein Vergleich mit denen, weil das sind ganz andere. Aber die sind auch schön. Schatzi. Ja, müssen wir nochmal sehen, dass wir dann nochmal hier von den Füllstoffen dann noch ein bisschen was holst. Ja. Bei Timo. Finde ich schön. Dass man so ein bisschen noch Füllstoff hat. Willst du mich heiraten? Würde ich ja gerne. Heute noch? Naja, so schnell bin ich auch nicht mehr. Okay. Aber ich würde dich heiraten. Ja, mein Schatz, ich dich auch. So, ich finde dich schön. Gefallen mir. Ja, dann was haben wir jetzt hier? Ah ja, geht weiter. Balkon oder ähnlich. Ja, doch, Balkon. Und zwar... Ah ja, da ist der Stiel. Eine Solar... Interpretation mit Schmetterlingen. Ja. Die muss noch ein bisschen auseinandergezogen werden. Man muss es so ein bisschen als Busch machen. Gut, geht jetzt nicht, ist klar. Aber ich kann ja mal gucken, ob ich da... Ja. Doch! Du musst es dunkel machen, Maus. Musst du dunkel machen. Guck. Ja, guck mal. Das leuchtet sogar. Das ist also... Oder kann man das einstellen? Aha, man kann also auch einstellen. Mhm. Halt nur mal die Hand drauf. Jetzt hast du aus. Andere Seite. Ja, da leuchtet schön. Leuchtet einzeln. Sieht man, glaube ich, nicht, ne? Aber ist egal, sieht schön aus. Wenn es denn aufgebaut ist. Ja, schön. So, fand ich so schön, es sah so schön aus im Dunkeln. Auf der Webseite habe ich gedacht, naja, freut sich meine Frau. Ja, da werden wir freust schon, du dich doch, oder? Das ist ein Spiel, da werden wir schon Platz für finden. Na, meine ich doch. So, weiter geht's. Wir sind immer noch auf dem Balkon. Ja. Die fand ich besonders hübsch, aber ich habe sie nicht so groß erwartet. Das sind Bienchen. Bienchen, ja, die muss ich dann wahrscheinlich so ein bisschen dran langziehen. Warte mal, ist das auch, ich kann es ja gleich mal ausprobieren. Da tut sich gar nichts. Ah, ja. Kann es auch blinken. Wenn du das hier sieht man es ja nicht, Maus. Ja. Oh, schön, guck mal. Das sind Bienchen. Cool. Warte mal, gucken. Nee, die kann wahrscheinlich nur... Nee, doch, das auch... Ah ja, jetzt auch noch anders. Ja. Mehrere Einstellungsmöglichkeiten. Boah, das sieht bestimmt schön aus. Ja, werden wir sehen. So, ich muss hier wieder ausmachen. Freust du dir darüber? Ja. So, warte mal. Ist aus. Um mal zu prüfen, ob die Dinger funktionieren. Anmachen, Hand drauf. Ist dunkel, passt. So, weiter geht's. Jetzt sind wir vom Balkon sind wir jetzt weg. Jetzt sind wir wieder beim Stricken. Jetzt sind wir wieder im Haushalt tätig. Ist das für Illy? Ach so, die... Was? Die Wolle. Ja, könnte man gleich zeigen. Dann hole ich die Wolle. Die auch von Timo, die Wolle. Ja. Die ist bei dem anderen mit dabei. Ja, hole ich. Und zwar... ich habe ja so ein...
Siehst du mal gucken, wie man das macht? Aber die rollt mal ein bisschen zur Seite. Ist wie so ein Regenschirm praktisch, oder? Ja, warte mal. Ja, ja. Ach, die sind hier unten. Oh Gott, ich weiß nicht, wie das geht. Ich hab keine Brille. Wo ist meine Brille? Das ist so eine Spinne. Wo sie so gerne spielen liegt. Eine Spinne. Jetzt muss ich mal gucken. Ich hole. Moment. Ja, ich muss mal gucken, wie ich die aufkriege, die Spinne. Da ist auch keine Anleitung bei. Warte mal. Jetzt Kaps. Ist praktisch wie so ein. Warte mal. Eben hatte ich's. Man muss so. Na, wie ein Regenschirm. Genau, je nachdem wie breit das ist. Jetzt erklärst du mir das mal bitte, für was das gut ist. Hol mal den Wolle raus. Hab ich hier. Hol mal raus. Das ist ein Strang, ne? Das ist ja. Halt mal. Setz dich mal hier hin, Schatzi. Das ist ja ein Strang, ne? Das ist ein Strang. Hier. Ne? Um das abzuwickeln. Das legt man denn da so rum. Ja. Und dann kannst du es in Ruhe abwickeln. Aha. Na ja, gut. Man muss sich das erstmal. Das legst du so rum. So rum. Machst du die passend, wie du das haben willst? Ja. Du brauchst jetzt keine zwei andere Arme. Nee, genau. Pass mal auf. Hier. Nimm mal das Ding, schieb mir das mal hier zwischen. Warte. Hier, schieb mal hier zwischen. So, warte. So. Und dann machst du das hier fest und dann kannst du das abdrehen. Aha. Dann machst du fest, dann kannst du. Oh. Ja, das ist natürlich jetzt die preiswertere Version, aber reicht, weil so oft habe ich ja keinen Strang zum Wickeln. Und dann suchst du den Anfang und dann kannst du den abwickeln. Ja, da wird festgemacht mit. Naja. So. Sieht gut aus. Ja, was das alles gibt, ne? Ja. Aber ist so, das ist erleichtert das Abwickeln. Da hast du keine Wollkotze mehr. Weißt du, hier hast du hier dein. Zum Ranmachen am Tisch und dann kannst du es wunderbar machen. Ja, super. Dann legst du das mal wieder zusammen. Das lege ich wieder zusammen, ja. Damit das ist auch von Temo, ne, die Wolle hier. Die fand ich so schön. Und deswegen habe ich sie dann auch mitgenommen. Das ist ein Strang. Fragt mich nicht, wie viel 8 Unzen stand da drauf. Ich weiß nicht. Alexa, wie viel Meter sind 8 Unzen? Hier ist eine Antwort von einem Alexa-Ansatznutzer, die ich übersetzt habe. 8 Unzen sind 236 Milliliter. Milliliter? Nein. Wie viel Meter? Wie viel? Alexa, eine Unze, wie viel Meter? Hier ist eine Antwort von einem Alexa-Ansatznutzer, die ich übersetzt habe. Eine Unze entspricht ungefähr 30 Milliliter. Milliliter? Dann ist kein Längenmaß, sondern ein Ach so, ein, ja, kann sein. Ich weiß nicht, wie viel Meter da drauf sind. Ist jetzt, sieht viel aus. Ja. Und ich glaube, Unze ist, glaube ich, Inhalt. Ja, deswegen, aber sie will ja immer Milliliter. Ja, aber weil da schon irgendwas mit 8 Unzen. Kriegen wir alles raus. Wozu haben wir denn? Ja, Kinder, dann haben, haben wir noch was. Ja. Wir haben noch eine neue Maschine. Also das finde ich hier gut. Nee, wir haben noch was. Und zwar. Hier ist bei dem Bienchen. Bei den Bienchen. Bei dem Bienchen und Hummeln. Ja. Und zwar habe ich mir noch diese kleine Strickmaschine ausgesucht. Ja. Habe ja die große, jetzt habe ich die kleine.
War ich schon auf? Nee, war noch ein Kapitel. Naja, warte mal. Nee, hier ist, kannst du es aufmachen. Ach doch, ja. Jetzt habe ich mir die kleine ausgesucht. Oha. Die ist auch von Centro. Ist die von Centro? Nee. Hier vorne steht sie drauf. Doch, auch von Centro, genau. Meine große ist ja auch von Centro. Und ist die kleine. Das gab hier noch Wolle nichts bei. Doch. Ach doch, auch bei. Das ist die kleine von Centro. Eine Wolle. Zwei Wollen. Wollen. Zwei Bullen. Wollen wir mal? Wollen wir mal den Akku wechseln, mein Schatzi? Wollen wir mal. Wir wechseln mal schnell das Akku. Wollen wir mal. Zwei Bullen. 10 Jahre dritte Klasse. So. Fest. So süß, wa? Da heißt es denn hier für Mützen? Genau. Hier sind noch eine Häkelnadel und eine Nadel, um den Faden abzunehmen. Ja. Wolle. Bei der Schwarze fängt man an, ne? Ja, ach Gott, ist ja süß. So, den legen wir da rein. So. Ja, damit kannst du den noch mal rüberschmieren. Ja, Moment doch mal. Muss erstmal rum sein. Bin ich jetzt, ja, also so jetzt. Jetzt bin ich rum und jetzt kann ich ihn hier durchschieben und das davor. Und jetzt. Siehst du? Ja. Die flissen noch, weil ich brauche noch ein bisschen zum. Warte, Moment, mach mal Pause. Hier. Was sind denn die Poppel? Zum Runterkleben. Naja, wenn schon. Wie viel? Ach ja. Muss so locker, sonst geht's nicht. So. Ja, aber cool. Hier. Na? Hier. Guck mal, da kannst du schöne Armstulpen machen. Ja, cool. Na, Mützen kannst du. Wer soll denn hier die Mütze aufsetzen? Aber Socken könntest du damit auch machen. Strickst du Socken und dann machst du den Hacken und Ferse machst du dran. Ja, wunderbar. Ja, super. Nee, klasse. Ja, ja, mach ich. Nur das Kinn kannst zwar auch hoch. Nee. Aha, hoch und runter. Okay, wow. Das mit dem Verschluss hier oben finde ich besser wie bei der großen. Weil bei der großen musst du immer gucken, dass du nicht. Sonst kleben wir das mal da drunter, damit die nicht so wegflutscht. Einmal. Die müssen wir auch irgendwie, ich glaube, da muss auch wieder ein bisschen durchspuren, weil ich will ja Beete auf dem Brett haben, ne? Mhm. Aber hast du gehört, Monis Schwiegermutter, was der gemacht hat? Ja, ja. Das ist auch geil, ne? Aber so,
Mal siehst du, mal gucken, ob sie dann rutscht. Warte mal. Naja, muss man halt so festhalten. Aber ja, wunderbar, die Kleine. Ihr seht da, schnell meine Armstulpe gemacht. Ist noch nicht fertig, aber ne? Ja. Wunderbar. Ja, ihr Lieben, ich, das war's jetzt auch, ne? Ja. Würde ich sagen, viele schöne Sachen, brauchbare Sachen, also für uns auf jeden Fall, für mich auf jeden Fall, ganz tolle Sachen bei. Ja, sonst hätte ich sie auch nicht ausgesucht, ne? Würde ich sagen. Ja, dann würde ich auch sagen, wie gesagt, alle in der Infobox verlinkt. Guckt rein, schaut euch mal um bei Temu. Die haben wirklich tolle Sachen und ihr seht ja, was wir so kaufen oder bestellen, was wir so bestellen, ist ja ein Kindle, also, ne? Und anhand, wir haben ja schon, wir kriegen ja viel Feedback von euch und ihr schreibt ja immer wie, ah, ich bestelle auch gerne bei Temu, hatte keine Probleme und ja. Super, lasst uns wieder austauschen. Schreibt mal in die Kommentare, was euch gefällt, was euch nicht gefällt, was ihr brauchen könntet, was ihr nicht brauchen könntet, wäre nett. Ansonsten würde ich sagen, es ist mir schon gleich 20 Uhr, wir müssen jetzt noch einen Teil abdrehen und wir auch durch. Wir verabschieden uns, bedanken uns fürs Einschalten, Wegschalten, Umschalten, Abschalten, Daumen hoch, Daumen runter, Support ist Support, Kommentare, wunderbar. Und ja, wir sehen uns dann am nächsten Themenhall wieder. Oder anderen Hall. Temu-Tanten-Hall. Hier sind wir die Temu-Tanten. Die Temu-Tanten sind wir. Ja, genau, die ja. Temu-Tanten, ne? Die, also die auf, immer auf dem Bärenfell liegt, ne? Das ist die Tante. Das ist die Tante und das ist die Temu. Genau. wie gesagt, wenn wir wieder irgendwas machen, ran, aufhängen, ranmachen, dann zeigen wir euch das wieder, ne? Dann blenden wir das alles ein. Wir blenden, haben ja sowieso alles eingeblendet, die Screenshots und wir werden alles wieder verlinken und schaut euch einfach mal um bei Temu und nutzt mal diesen Rabattcode, ne? Aber wie gesagt, nur für Neukunden. In diesem Sinne, was sagen wir denn, ihr Lieben? Immer wieder gerne. Tschüss. Und die Orgel, und die Orgel, und die Orgel. Na, bis man das erstmal rauskriegt, wieder war. Also, ist ja nicht. Das finde ich gut mit dem Verschluss, finde ich viel besser wie bei der großen Maschine. Weil das kannst du ja hin und her, dann bleibt das, geht er nicht raus, der Faden beim Drehen plötzlich. Ich mache aus. Ja.